Heute soll es um Berechenbarkeit, Sicherheit und was wir sonst so alles nicht können gehen. Und wenn wir bei Berechenbarkeit anfangen wollen, dann muss ich euch zuerst das Halteproblem erklären. Und zwar das Halteproblem, das kennt ihr vielleicht von eurem eigenen Rechner. Da hat sich ein Programm aufgehangen. Und ihr überlegt jetzt, vielleicht ist das Programm bloß beschäftigt, man muss geduldig sein und es ausrattern lassen. Und nach einer Weile läuft es schon weiter, oder es hängt sich wirklich fest und man kann nichts mehr tun. Da wäre es doch gut, wenn wir ein Programm hätten, was das automatisch prüfen könnte, ob unser Rechner, so wie er jetzt dasteht, ewig weiterlaufen wird oder ob er einfach stecken geblieben oder ob er wirklich rechnet und wir bloß geduldig sein müssen. Und dieses Programm nennen wir ELCH, Eternal Loop Checker. Und also ein Endlosschleifenprüfer, der prüft, ob das Programm anhalten wird oder nicht. Und ich werde euch jetzt beweisen, dass es dieses Programm ELCH niemals geben kann. Und zwar nehmen wir mal an, es würde das Programm geben. Das Programm ELCH hat irgendein Inder oder ein Chinese geschrieben. Das gibt's jetzt wirklich, das gibt's auf dem Markt zu kaufen. Und wenn ein Programm Endlosschleifen drin hat, dann gibt es Ja zurück und ansonsten Nein. Also Endlosschleifen enthält es falsch ausgedrückt. Wir lassen es laufen und wollen wissen, ob es wirklich endlos läuft oder nicht. Und für den Fall, dass ein Programm endlos läuft, gibt ELCH wahr zurück, und für den Fall, dass ein Programm anhält, gibt ELCH für dieses Programm falsch zurück. So, dann bauen wir uns doch mal ein zweites Programm namens Knilch, und dieses Knilch-Programm ruft im Prinzip ELCH mit sich selbst auf. Und das heißt, Knilch soll prüfen, ob das Programm ELCH anhält. Und sollte ELCH angewendet auf ELCH also anhalten, dann soll Knilch endlos laufen. Und sollte es nicht anhalten, dann soll Knilch außenrum aber anhalten. So, und da haben wir schon einen ziemlich derben Widerspruch. Und zwar angenommen ELCH hält an, weil so ist es ja spezifiziert, dann würde ja Knilch endlos laufen. Wir wenden jetzt aber Knilch auf Knilch an und dadurch müsste es aber auch gleichzeitig anhalten. Okay, probieren wir es andersrum. Würde ELCH endlos laufen, dann müsste es auch gleichzeitig anhalten. Müsste ELCH anhalten, dann müsste es auch gleichzeitig endlos laufen. Da es aber niemals gleichzeitig anhalten und endlos laufen kann, haben wir damit einen glasklaren Widerspruch. Und das Fazit daraus ist, dass wir niemals berechnen können, ob ein Programm anhalten wird. Und sämtliche unlösbaren Probleme in der Informatik kann man auf dieses Halteproblem zurückführen. Und eins dieser unlösbaren Probleme ist das Äquivalenzproblem, also das Gleichheitsproblem. Formal sagt man, ob zwei Sprachen gleich sind. Wir müssen uns das so vorstellen, dass man prüft, ob zwei Programme dasselbe tun. Und zwar genau dasselbe. Und das kann man auch nicht automatisch prüfen. Ich skizziere jetzt bloß mal den Beweis, und zwar ist der Ansatz, wenn ich zwei Programme vergleichen könnte, ob sie dasselbe tun könnten, dann könnte ich ein Programm schreiben, was endlos läuft und es anschließend mit einem anderen Programm vergleichen. Und das wäre ja dann schon ein ELCH-Programm. Da wir aber vorher
bewiesen haben, dass es kein Elchprogramm geben kann, ist auch das Äquivalenzproblem nicht lösbar. Und eine Konsequenz davon ist, dass wir keine ordentliche Antivirensoftware schreiben können. Wir können kein Antivirenprogramm schreiben, das sich eine Exe anschaut und durchsucht und schaut, ob die Schadcode enthält. Und wenn die Schadcode enthält, also wird sozusagen verglichen mit einem Schadcode, und wenn die beiden gleich, also das gleiche tun, dann gibt der Alarm. Dieses Programm können wir auch nicht schreiben. Ein kleines Beispiel wäre, dass ich ein Programm habe, was von mir aus eine Datei löscht. Und jetzt kann das Antivirenprogramm überprüfen, ob ich diese Datei wirklich lösche. Aber wenn ich den Code verstecke, zum Beispiel indem ich ihn komprimiere vorher, mit UPX zum Beispiel, kann das Antivirenprogramm meinen Code nicht mehr analysieren, ohne vorher den Code ausgeführt zu haben, der als erstes den eigentlichen Code, der gepackt ist, der dort eingebettet ist, erstmal entpackt. Und ja, eine andere Konsequenz ist, dass wir keine Optimierer schreiben können. Optimierer sind beim, also machen, sollen Programme automatisch schneller machen. Und das würde aber benötigen, dass wir ein Programm, also ein alternatives Stück Programmcode uns ausdenken und prüfen, ob dieses Programm wirklich dasselbe macht wie das andere Programm, bloß eben schneller. Und dieses, ob es dasselbe macht, ist wieder das Äquivalenzproblem, welches ja unlösbar ist. Und ja, deshalb können wir auch keine automatischen Optimierer schreiben, die meine Programme immer schneller machen. Und noch ein weiteres Problem ist, wenn ein Computer noch nicht mal vorhandenen Programmcode optimieren kann, dann kann er ja erst recht keinen selber schreiben. Wir Menschen sind in der Lage zu programmieren und sind auch in der Lage, unseren Programmcode zu optimieren, den anzuschauen und einen Programmcode zu finden, der schneller ist als die Variante, die wir uns naiv ausgedacht haben. Das kann der Computer alles nicht mehr. Und da komme ich dann auch zum Schluss, und zwar zu der künstlichen Intelligenz. Das, was wir können, also programmieren und optimieren und Programme vergleichen, das ist nicht berechenbar und kann somit nicht von einem Computer ausgeführt werden. Das heißt, sämtliche Szenarien, wo Computer die Weltherrschaft an sich reißen und selbstständig denken werden und so weiter, das ist alles Humbug, weil einfach dieses Halteproblem sämtliche Intelligenz in Computern verbietet. Vielen Dank für diese Aufmerksamkeit.